Ihn kennt jeder. Doch viele wissen nicht, dass der atlantische Lachs in Deutschland einmal weit verbreitet war. Heute gibt es kaum noch Lachs im Rhein. Aber wieso? Wir begeben uns auf die Spuren des Lachses und wollen herausfinden, wie steht es um ihn. Es war ein Schauspiel, wenn die Lachse kamen. Die sind dann gesprungen, die wollten das Wehr überwinden und dann hast du eine Stunde lang zugucken, da ist wieder einer gesprungen, da ist wieder einer gesprungen. Dann sind ein paar gleichzeitig gesprungen. Der Lachs war ein Kommerzfisch. Ne? Die Lachsfischerei war eine kommerzielle Fischerei. Da ist nicht darum gegangen, dass das eine bedrohte Art ist, sondern dass man aus dem Vollen geschöpft hat. Zu meiner Person. Mein Name ist Rolf Huri. Bezug zur Fischerei. Vater, passionierter Fischer. Großvater, passionierter Fischer. Damals noch Berufsfischer mit Lachsfischerei bis in die 50er Jahre. Also mit Schwimmflossen geboren. Der Urgroßvater meines Stellvertreters, vom Dirk Maas, ja, der hatte 1941 noch über eine Tonne Lachs gefangen in der Kinzig. Über eine Tonne. 1,1 Tonne der alte Nesekarl. Ne? Im Rhein sind 1890, 1900, ich glaube noch 200.000 Lachse gefangen worden im ganzen System. 200.000. Das allgemeine Fischrecht war getrennt von der Lachsfischerei. Die Lachsfischerei hat viel Geld gekostet. Das waren dann meistens Privatpächter, die die Lachsfischerei extra gepachtet haben, die durfte dann Lachs fangen. Sonst durfte niemand Lachs fangen. Ne? An der alte Wehranlage, da gab es so Holzmauer. Ne? Da konnte man bis vorlaufen an der Absturz. Und da sind Lachs immer gesprungen, erst da gestanden. Kräftiger Mann. Und wenn sie gesprungen sind, Berne drunter, Lachs, fällt rein, wieder an. Thousands of Atlantic salmon that escape from a fish farm into the open water. This escape is raising plenty of concerns about impact on ecosystem and economy. Here to explain why the salmon on my plate and yours may be a deadly chemical cocktail. Er begegnet ihm natürlich hauptsächlich in der Kühltheke, würde ich sagen, ne? Also die Lachse, wo bei uns ankommen, die sind ja, liegen entweder auf Eis oder sind schon tiefgefroren. Und ich glaube, dass sich viele gar nicht so die Gedanken drüber machen, wo kommt er überhaupt her. Der Lachs ist ein Wanderfisch, ein Pendler zwischen den Welten. Das heißt, er lebt als erwachsenes Tier im Atlantik, in der Nordsee. Und er wandert zur Laichzeit in seine Heimatgewässer ein. In dem Falle also über den Rhein, in die Nebengewässer, bis zum Beispiel hier in den Schwarzbach. Und im Herbst ist Laichzeit, da werden also Laichgruben ausgeschlagen und die Eier abgelegt, die sich dann im Kieslückensystem über den Winter entwickeln. Wir nennen das Inkubationsphase und der Schlupf, der erfolgt dann so im März etwa, je nachdem wie die Wassertemperatur ist. Und dann verbringen die kleinen Lachse ein oder zwei Jahre im Süßwasser. Und wenn sie so eine magische Größe haben von 10 Zentimetern im Winter, dann nehmen sie im folgenden Frühjahr dann die Abwanderung auf. Das heißt, sie wandeln sich um in einen sogenannten Smolt, werden silbrig. Silber ist die Tarnfarbe des Meeres und machen physiologische Umstellungen durch und ziehen dann eben als ein- oder zweijährige Fische über die Nordsee in den Atlantik. Der Meeresaufenthalt dauert bei Lachsen im Allgemeinen zwischen 1 und 3 Jahren. Nach einem Jahr kommen sie dann so in der Größe von 60 bis 75 Zentimeter zurück zum Laichen. Und wenn sie weitere Jahre auf See bleiben, dann werden sie eben entsprechend größer, bis zu 1 Meter, 1,10 Meter. Das heißt, die müssen so ein bisschen bilanzieren. Wenn sie lange im Meer bleiben, vor allem die Weibchen, werden sie sehr groß. Nach Körpergewicht richtet sich die Anzahl der Eier, die sie produzieren. Das heißt, in dieser Bilanzierung, langer Meeraufenthalt, heißt es eben, ich produziere viele Eier. Wenn ich kürzer im Meer bleibe, weniger Risiko eingehe,
produziere ich dagegen weniger Eier und damit weniger Nachkommen. Lachse scheinen sehr hohe Ansprüche an ihren Lebensraum zu stellen. Und diesen hat der Mensch schon immer versucht, für sich nutzbar zu machen. Was bedeutet das für den Lachs? Die ersten Schwierigkeiten hat es gegeben mit Querverbauungen, als dann die Holländerflöße gemacht wurden im Kinzigtal, im Moigtal. Querverbauungen, um diese riesigen Schwalle zu erzeugen, damit man 400-500 Meter lange Flöße transportieren konnte. Dann kamen Wasserkraftanlagen, dann kam die Verschmutzung generell. Was ein ganz großes Problem war, war jetzt weiter oben die Rheinkorrektur durch Tulla, ne, wo sehr viel vom natürlichen Rhein weggenommen wurde. Die ganzen Laichplätze sind weggebrochen. Da sind zaghafte Stimmen groß geworden und die haben gewarnt, dass der Lachs verschwindet. Es war aber damals, in der Zeit nach dem Krieg, war das völlig nebensächlich. Da ging es nur ums Überleben. Da ging es darum, die haben alle diesen Scheißkrieg überlebt und wollten wieder ein bisschen zum Wohlstand kommen und wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung, da war denen praktisch diese Frage zweitrangig oder drittrangig. Deutschland liegt im Prinzip im Zentrum des ursprünglichen Verbreitungsgebietes und die deutschen Ströme, insbesondere der Rhein und die Weser, aber auch die Elbe und die Ems und zu gewissen Teilen auch die Oder, die zählten zu den besten Lachsflüssen überhaupt, zu den ertragreichsten, mit den größten Beständen. Und das ist eben ja durch den gewissenlosen Umgang mit den Ressourcen in Deutschland vollständig verloren gegangen. Spätestens in den 1950er Jahren galt der Lachs hierzulande als ausgestorben. Riesige Feuersäulen erhoben sich über Schweizer Halle bei Basel. Bis zu 60 Meter hoch schossen Stichflammen in den Himmel, als in der brennenden Lagerhalle serienweise Fässer explodierten. Nach Angaben der Firma Sando waren in der völlig ausgebrannten Lagerhalle Insektizide, Phosphorester und Quecksilber eingelagert. 1986 ist es zu einer echten Wende gekommen, und zwar ausgerechnet mit einer Katastrophe. Da ist in Schweizer Halle ein Chemiewerk, das Werk Sandoz, explodiert förmlich. Bei den Löscharbeiten sind sehr viele Gifte in den Rhein gelangt. Und immer mehr Fische sterben im Rhein. Erste Meldungen sprechen von 1500 Eschen. Nun zur Frage der Fische. Im Spitzenwelt. Im Spitzenwelt. Ganz ehrlich gesagt, und nur jetzt hier, es ist eine außerordentlich empfindliche Fischsorte, ist zu Schaden gekommen, das ist die Esche. Und das zweite, etwas verspätet, war der Aal. Die rote Giftflut wälzt sich inner Tagen stromabwärts. Alle Fische im Oberrhein sind tot. Man dachte gar nicht, dass der Rhein noch so viele Fische beherbergt. Das hat die Öffentlichkeit regelrecht schockiert. Und das war 1986 und ein Jahr später haben die Umweltminister der Rhein-Anliegerstaaten beschlossen, dass sie den Lachs als Symboltier im Rhein wieder ansiedeln wollen, um zu demonstrieren, dass die Sanierung, die parallel laufen sollte, auch gelingt. Ja, und das ist ein Projekt, an dem eigentlich alle Rheinanlieger zusammenarbeiten. Also Niederlande, Deutschland, Frankreich, die Schweiz, Luxemburg. Und das ist eines, vielleicht ist sogar das größte Artenschutzprojekt in Mitteleuropa geworden. Wir befinden uns hier am Schwarzbach im Taunus. Der Schwarzbach ist ein Zufluss des Mains, ganz in der Nähe der schönen Stadt Frankfurt am Main, wo auch wir herkommen. Das heißt, wir haben hier so ein bisschen ein Heimspiel. Ein Schwerpunkt ist heute das Monitoring der natürlichen Vermehrung. Das heißt, wir gehen eben in der zweiten Jahreshälfte die entsprechenden Laichplätze ab, machen sogenannte Elektrobefischungen. Da wird ein Strom im Wasser appliziert, der Fische anlockt, kurz betäubt. Dann können wir sie eben identifizieren, messen, wiegen und wieder zurücksetzen. Und durch dieses Monitoring wissen wir auch, dass hier im Schwarzbach schon eine natürliche Vermehrung stattgefunden hat. Und dann machen wir als zweiten Schwerpunkt das sogenannte Rückkehrermonitoring.
brauchen wir trotzdem. Ja, kommt einer. Plus SL, also Standardlänge 8,0 und TL Totallänge 9,2. Ja, also ich bin jetzt seit 2014 beim BFS, hat eigentlich im Rahmen vom Praxissemester angefangen und ja, hat mich einfach fasziniert, begeistert, diese Arbeit mit den Fischen und ja, da einfach die Natur wieder auf einen guten Weg zu bringen und wieder Fischarten zu etablieren oder der Versuch, die Fischarten zu etablieren, die hier eigentlich heimisch waren, immer hierher gehört haben und jetzt einfach nicht mehr da sind. Weil ich finde, dass es auch ein Stück weit unsere Verantwortung ist, weil wir als Menschen haben den Lebensraum zerstört und deswegen sind wir auch, denke ich, dafür verantwortlich, das wieder in Ordnung zu bringen. Wir haben uns über Social Media kennengelernt und Timo hat mich dann irgendwann mal gefragt, ob ich Lust habe, bei einer E-Befischung dabei zu sein, bei einer Rückkehrerbefischung. Und das hat mir einfach echt gut gefallen. Das war zwar auch eher ein frustrierender erster Tag, würde ich mal sagen, in einem eigentlich ganz schönen Gewässer. Aber es hat mir dann echt viel Spaß gemacht und es beruhigt einen einfach und man ist dann schon irgendwie glücklich, wenn man dem Gewässer auch was zurückgeben kann. Lachs, was hat der denn hier verloren? Ja, den muss ich jetzt mal fotografieren, weil wir sind jetzt eigentlich ein ganz Stück oberhalb der letzten Besatzlokalität. Von daher kann es durchaus möglich sein, dass es jetzt ein Fisch aus Naturvermehrung ist. Bis hierhin ist ja durchgängig. Wir fischen jetzt aufs erste Wehr zu. Die Lachse, die wir in den einzelnen Projektgewässern aussetzen, die kommen auch mit hoher Genauigkeit wieder in unsere Projektgewässer zurück. Das liegt daran, dass der Lachs ein sehr starkes Heimfindeverhalten zeigt, englisch Homing. Das heißt, er prägt sich sein Heimatgewässer ein bei der Abwanderung und kehrt dann eben mit hoher Genauigkeit auch wieder zu seinen Laichgründen zurück, bis auf wenige hundert Meter genau. So, letzten Züge. Ich denke, hier können wir dann jetzt auch aufhören. Wenn das Ding endlich noch weg wäre, ja, da hätten sie noch deutlich mehr Habitat zur Verfügung und auch sehr, sehr attraktive Laichplätze. Aber an dem Ding kommt so keiner vorbei. Von daher können wir jetzt hier auch mit Lachsbefischung aufhören, weil oberhalb haben wir nichts mehr zu erwarten. Oben sieht es echt schön aus, aber hier ist kein tiefer Gumpen, das Wehr ist zu hoch. Ja, und da sind keine Fischtreppe drumherum. Das sind echt super Laichplätze auch, aber ja, was sicher ist, ist nicht. Ne? Von daher können wir jetzt hier aufhören und Schluss machen und war ja trotzdem ganz gut. Ja. Die Gefahren für die Lachse, die kann man vielleicht ein bisschen unterscheiden in Abwanderungsphase und Rückkehr. Die abwandernden Smolts sind so 10 bis 20 cm groß, auffällig silbrig, wandern in Schwärmen an der Gewässeroberfläche. Und da kann man schon ahnen, dass einige Fressfeinde, wie der Kormoran zum Beispiel, aber auch fischfressende Fische bei diesen Smolt-Abwanderungen sich gütlich tun. Die rückkehrenden Lachse, ja, die haben verschiedene Probleme. Einmal ist das Haringvliet noch nicht durchgängig. Das soll jetzt, ist geöffnet worden jetzt versuchsweise. Wird sich sicherlich die Situation verbessern. Das heißt, die Auffindbarkeit vom Delta rein ist noch nicht perfekt. In letzter Zeit häufen sich eben Hinweise, dass auch beim Aufstieg der Rückkehrer Probleme auftreten. Da haben wir Hinweise darauf, dass da nicht wenige Lachse durch Schiffspropeller zu Schaden kommen, weil die Schiffe einen sehr hohen Sog entwickeln. Und wenn sich zwei große Containerschiffe beispielsweise begegnen, dann ist ein Gefahrenbereich von 50-60% in der Fläche der Schifffahrtsrinne gegeben. Und es gibt Hinweise in letzter Zeit, dass auch der Wels als relativ neuer Fressfeind in das Spektrum reinkommt. Also ein 80 cm Lachs verschwindet in einem 1,60 m Wels, das ist dokumentiert.
Wir befinden uns hier an der Stepenitz im Stadtgebiet von Perleberg. Das ist die Kreisstadt vom Landkreis Prignitz im Nordwesten des Landes Brandenburg. Die Stepenitz ist nach Meinung vieler der wertvollste Fluss in Brandenburg, zumindest was die Fischfauna anlangt. Wir betreiben hier als Landesanglerverband Brandenburg zusammen mit dem Institut für Binnenfischerei seit nunmehr 20 Jahren ein Wiederansiedlungsprojekt für Lachs- und Meerforelle. Und wir haben auch dieses Jahr schon einige Rückkehrernachweise erbringen können, insbesondere bei den Meerforellen. Lachse hatten wir nicht so viele. Aber wir haben die Hoffnung, dass wir vielleicht heute noch ein paar Lachse zu sehen kriegen. Es ist Anfang Dezember und wir wissen, die dänischen Lachse, mit denen wir hier arbeiten, die haben ihren Laichhöhepunkt am 5. Dezember. Heute ist der 6. Also da sollte eigentlich was gehen. Fisch da. Das merkst du schon, ob da noch was geht oder nicht. Man muss Arten, die von unserer Gesetzmäßigkeit profitieren, die muss man einfach regulieren. Weil die, die drunter leiden, sind die Arten, die sowieso schon leiden. Und die nicht von unserem Schutz profitieren. Ja? Das müssen die Leute erstmal begreifen, dass da noch andere Arten sind, die einfach ich will nicht sagen schützenswerter sind, aber die den Schutz mehr brauchen. Ja? Das ist das. Und da bin ich der Meinung, Biber gehört da nicht mehr zu. Wir sind gerade so jetzt mit dem Biber an der Grenze, wo er für dieses Projekt anfängt, richtig Schaden zu machen. Wir haben jetzt hier über Jahre lang dafür gesorgt, dass er durchgängig wird. Und der Biber ist derartig geschützt. So lange werden wir nicht weiterkommen. Mit seinen Dämmen sorgt der Biber dafür, dass Lachse und andere Wanderfische nicht weiter flussauf wandern können. Der Schutzstatus der beiden Lebewesen führt zu einem Konflikt. Darf man der einen Art helfen zum Nachteil der anderen? Sekunde vorher sein. Er hält die Elektroden. Waren da alle hoch. Du hast die Sache noch richtig gemacht. Ja. Da ist noch was drin. Hat noch die Hälfte da noch bei. Zeigen wir nochmal. Lachsrungen da. Sehen wir ja nachher beim Streifen. Wischt. Krass. Krass. Nur ein Teil der aufsteigenden Lachse und Meerforellen wird gefangen und künstlich befruchtet. Die anderen können sich auf natürliche Art und Weise in der Stepenitz vermehren. Hier hat irgendein Tier übergegriffen, entweder eine Robbe oder so, weil das hier auf beide Seiten über den Rücken gefasst ist. Hast du? Ja. Und auf diesen Floetex ist eine Seriennummer, anhand der wir den Fisch sozusagen zurückverfolgen können, wenn wir den fangen. Dann ist eine Telefonnummer drauf vom Institut für Binnenfischerei und ein Ansprechpartner. Der ist noch, sag mal, fast voll. Hier fehlt ein bisschen und der rutscht jetzt schon vor. Siehst du, das ist der Reif. Das ist so, wenn der Fisch sich wehrt, brauchst du nicht weiter streifen, ne? Dann kommt da sowieso nichts. Dann erstmal die Fische beruhigen lassen und dann streife ich vorsichtig die Eier nach unten und drück die letzten raus. Gucken wir nochmal, aber der ist wohl leer jetzt hier. Ja. Okay, stell beiseite. Dann machen wir gleich die Probe. Dann nehmen wir zwei Schuppen zur Altersbestimmung und eine Gewebeprobe
für die genetische Untersuchung, dann nehmen wir mal den oberen Teil der Schwanzflosse. Ja? So, das war's. Und dann kommt er jetzt sozusagen ins Aufwachbecken und wird den heute noch wieder freilassen. Damit hat er ganz kurzen Aufenthalt im Bruthaus. Das ist immer ganz interessant, dass man weiß, wo die Fische, die wir hier als Brut setzen, wo die entsprechend abwachsen. Ja? Und wir hätten gerne, dass egal wer diesen Fisch fängt, der kann den Fisch behalten und kann ihn verwerten, wie auch immer, dass der sich unter dieser Telefonnummer bei dem Ansprechpartner meldet und uns sagt, wo er den Fisch gefangen hat. Wir haben schon aus dem Norden Dänemarks und von Sylt und so. Das Schöne ist auch, da konnten wir jetzt auch schon mehrfach nachweisen, durch Wiederfänge, dass wir selber Fische gefangen haben, die wir im Vorjahr bzw. im davorfolgenden, also vor 2 Jahren schon mal hatten. Und das ist das Schöne, man fängt den und wenn man so ein Floytec, so ein zugewachsen, die sind oft zugewachsen und dunkelgrün, den muss man ein bisschen sauber machen. Und das ist dann halt toll, wenn man sieht, dass der schon mal da war. Und dass der auch die Prozedur im Bruthaus wunderbar überstanden hat. Das ist das Nächste. Das ist für uns auch ein Zeichen, dass wir vernünftig mit den Fischen umgehen. Dass die also das schaffen, nochmal wiederzukommen. Ja? Und wir hatten, einen Fisch hatten wir, glaube ich, schon gern 3-mal. Ja? Nachweisen können. Ja? Das ist halt toll. Ja? Ich hatte ja mal gesagt, ich möchte gern, dass wenigstens mein Sohn auf den Lachs angeln kann. Und zwar erfolgreich. Da steht er, der ist groß. Ja? Das. Hier im System fehlt nach wie vor die Durchgängigkeit und Laichplätze. Leichtplätze. Also wir brauchen viel mehr Laichplätze. Wir haben jetzt hier zum Beispiel auf dem Stück, jetzt hier in dem Staubereich des Wehres, haben wir vom Prinzip her Laichareale, die aber eben permanent immer durch das Wehr hier überstaut werden. Also Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie, es gibt eben 1000 Konzepte, aber es gibt kaum Maßnahmen. Das ist das Grundproblem eigentlich. Wir haben Erfolge, aber die sind mühselig. Ja? An dem Lachsprojekt hängen ja Taten. Das heißt, die Durchgängigkeit machen. Also diese ganzen Arbeiten, die über jetzt die letzten Jahre, schon fast Jahrzehnte, jetzt gemacht wurden, um die Fehler von 40 Jahren zu beseitigen. Die werden zwar mit dem Aushängeschild Lachs und Meerforelle gemacht, aber profitieren tun ja alle möglichen Arten davon. Auch nach über 30 Jahren ist die Wiederansiedlung noch immer nicht geschafft. Große Teile des ursprünglichen Verbreitungsgebiets sind nach wie vor nicht erreichbar. Was unter der Wasseroberfläche passiert, scheint oft wenig Beachtung zu finden. Wir reisen in die Schweiz, um zu erfahren, wie der Lachs wieder in die Mitte der Gesellschaft gebracht werden soll. Es ist immer wichtig, irgendwie zu betonen, dass es eben nicht nur um den Lachs als Art geht, sondern im Prinzip um alle Wanderfische, um alle Fische im Prinzip. Das Problem in der Schweiz ist eigentlich so, dass viele Leute gar nicht wissen, dass der Lachs einmal heimisch war. Ja, wenn man ein bisschen durch Basel schlendert, dann findet man immer überall wieder einen Brunnen mit einem Salm oder eben eine Gasse, die irgendwie nach dem Lachs benannt ist. Der Lachs ist hier wirklich sehr stark noch verankert durch die jahrelange direkte Verknüpfung eigentlich mit dem Rhein. Dass dieses Bewusstsein wieder da ist, dass der Lachs auch hier durch unsere Flüsse wieder schwimmen könnte. Darauf arbeiten wir jetzt hin und versuchen mit verschiedenen Aktionen, Veranstaltungen auf den Lachs und seine Rückkehr aufmerksam zu machen. Die Lachswall ist eine solche Aktion, die wir jetzt in den letzten Jahren geplant und umgesetzt haben. Hier haben wir mit verschiedenen lokalen Künstlern diese Wand bemalt im Sinne des Lachses. Und das ist im Prinzip ein Beispiel, wie wir eben die Baslerinnen und Basler wieder auf den Lachs aufmerksam machen wollen.
Wir versuchen da bewusst auch ein bisschen andere Wege zu gehen, mit anderen Maßnahmen oder Mitteln da vielleicht auch ein bisschen jüngere Zielgruppen anzusprechen, eben vielleicht auf eine künstlerische Art und Weise oder über ein Lachsbier, welches hier am Rhein verkauft wird. Also die Idee ist eigentlich, dass der Lachs jetzt schon mal in den Köpfen zurückkehrt, bevor er dann in den nächsten Jahren hoffentlich auch real zurückkehrt im Rhein. Mein größter Frust hängt damit zusammen, dass das Ziel, den Lachs bis 2020 wieder zurück nach Basel zu bringen, dieses Ziel wird nicht erreicht werden. Das hat sich jetzt im Laufe dieses Jahres ganz klar gezeigt. Und das ist schon frustrierend, wenn man da Jahre darauf hinarbeitet und wirklich auch das Commitment eigentlich von allen Playern hat, dass bis 2020 der Lachs wieder in Basel sein sollte. Das gibt es auch auf verschiedenen Ebenen eigentlich Erfolge zu verzeichnen. Die Niederländer, die Schweizer, die Deutschen, die haben wirklich in den letzten Jahren viel erreicht, viel am Rhein aufgewertet, Lebensräume wiederhergestellt etc. Und schlussendlich hängt es jetzt für die Schweiz wirklich an diesem letzten Teilstück und eben halt an Frankreich und diesem französischen Kraftwerksbetreiber. Es fehlt nicht mehr viel, es sind wirklich nur noch drei Kraftwerke auf diesem ganzen Weg. Das kostet relativ viel Geld. Wir tun diese Arbeit nicht nur für den Lachs. Er ist die Galionsfigur, mit der wir kommunizieren und unter der sich auch jeder und jede etwas vorstellen kann. Grundsätzlich geht es aber auch um die anderen Fische und Wasserlebewesen. Die sind auch angewiesen auf vernetzte Lebensräume, auf vielfältige Lebensräume. Und insofern sind diese Investitionen sicher gerechtfertigt. Wenn man ein bisschen rücksichtsvoll damit umgeht, dass es auch wahnsinnig toll ist, wenn man dann ein natürliches Gewässer vorfindet oder eben sich vorstellt, wenn man im Rhein schwimmt, dass da ein Lachs unter einem durchschwimmt. Ich glaube, das entschädigt dann für diesen kleinen Verzicht, den man da erbringen muss. Flüsse kennen keine Grenzen. Daher arbeiten Deutschland, die Niederlande, Frankreich und die Schweiz bei der Wiederansiedlung zusammen. Uns hat das Beispiel an der Grenze zur Schweiz gezeigt, wie bereits ein fehlendes Puzzleteil die Wiederansiedlung verhindern kann. Trotz aller Bemühungen bleibt die Frage, wie nachhaltig kann die vom Menschen gemachte Natur sein? Die freie Natur geht man im optimalen Standpunkt von einer Befruchtungsrate von unter 30% aus. Wenn es über 30% ist, ist es extrem viel. Und das können wir hier in der künstlichen Befruchtung natürlich nach oben bringen. Das, was wir hier jetzt rumschwimmen sehen, deren Eltern sind alles schon rein Rückkehrer. Generell. Jedes Elterntier, wo hier die Eier geliefert hat, ist genetisch untersucht, hat DNA. Kommt in die zentrale Bank, kann abgeglichen werden. Wenn die jetzt aus dem Ei schlüpfen und überleben und besetzt werden können und sie überleben, ein Teil davon überlebt und kommt wieder zurück, dann kann ich sagen, wo ist er besetzt worden, von welchem Elterntier stammt er ab und so weiter und so fort. Hat diese Größe, wo wir sie besetzt haben, wie sieht es mit der Inzucht aus, ja, mit dem genetischen Flaschenhals? Wird der besser? Was machen die Rückkehrer? Ja? Das sind Themen, die spannend sind, aber ich, die Ende der Fahnenstange erlebe ich nicht mehr. Trotzdem haben wir in Baden-Württemberg mit der Murg und der Kinzig insgesamt 7 Programmgewässer, an denen wir ein gutes Potenzial haben und innerhalb von Deutschland sogar eines der größten Potenziale an der Kinzig. Ja, darum sehen wir eine gute Chance, den Lachs wieder heimisch zu machen. Wir sind bei 4 Programmgewässern eben auf dem Stand, dass wir schon Naturverleihung nachgewiesen haben. Die anderen Programmgewässer sind über den Rhein noch nicht erreichbar. Die Kollegen von Frankreich müssen die Durchgängigkeit noch schaffen, da sind wir aber auch dran. Und wir müssen jetzt einfach
die Besatzintensität deutlich erhöhen noch. Nur ein Bruchteil der Lachse wird jemals wieder zurückkehren. Der künstliche Besatz kann zu Beginn dabei helfen, eine Population wieder zu etablieren. Denn alleine auf dem Weg zurück ins Meer gibt es viele Hürden. An der Kinzigbrücke wurde von einigen Anglern berichtet, dass irgendwelche Großsalmonide unter der Kinzigbrücke stehen und mal rauf und runter schwimmen. Meint es dann bestätigt, das waren dann Lachse, die dort gestanden sind. Und die haben dann irgendwann am Auslauf von der alten Turbine, die jetzt nicht mehr zu sehen ist, da haben die Lachse dann eine Grube geschlagen. 1921 ist da der letzte Lachs gefangen worden in der Kinzig. Und der Enkel von dem Großvater, der den gefangen hat, der ist da gestanden und hat da runtergeguckt und hat einen Meterfisch zuguckt, wie sie gleich denn. Und das war, die Kinzigbrücke war damals 14 Tage der Völker, da waren jeden Tag 20, 50 Leute auf der Brücke und haben zuguckt. Das ist dann so ein Highlight, auch für mich ein Highlight, ne? Wo so ein Besatz eben sehen kannst und auch die Bevölkerung mitnehmen kannst. Deren Großeltern sind wieder zurückgekommen und da haben wir einen Teil davon rausgefangen und haben die selber großgezogen. Und deren Kinder, die dürft ihr wieder besetzen. Und es kann sein, dass die in 5 Jahren genau wieder hierher zurückkommen. Die bleiben 1 bis 2 Jahre hier, jetzt im Süßwasser, da sind sie ungefähr so groß. Und dann wären sie ganz silbrig. Und dann geht die große Wanderung los. Die Murg runter bis an den Rhein. Und vom Rhein geht es dann bis nach Holland ins Meer und da fressen sie sich groß. Ja? Im Winter, wenn es ganz kalt ist, kommen sie hierher zurück, Kinder machen, Hochzeit feiern. Und wenn er in 4 oder 5 Jahren jetzt nachher an die Brücke geht und vielleicht einmal den Namen runterruft, vielleicht streckt sogar einer den Kopf raus, dann wisst ihr, dass er zurückgekommen ist. Ja, das war's. Wenn die Kinder die Junglachse setzen und sie können denen vielleicht sogar noch einen Namen mitgeben oder sonst irgendwas und sie kriegen eben vermittelt, dass sie in 5 Jahren danach schauen sollen, dass vielleicht der eine oder andere wieder zurückgekehrt ist, dann erinnern sie sich dran und dann habe ich eine gewisse Nachhaltigkeit erreicht, auch bei den Jungen. Und wir brauchen das, das ist eine Generationenaufgabe, wie ich bin jetzt seit 25 Jahren mit dem Programm beschäftigt und es werden wahrscheinlich noch mal 25 Jahre ins Land gehen, bevor wir das Ziel erreichen. Ja. Ich soll zurückblicken auf die letzten 20 Jahre Projektdauer. Wir haben eine Menge Probleme identifiziert. Das ist ja auch in Ordnung. Der Lachs ist ja auch ein Anzeiger für bestehende Probleme. Wir identifizieren einfach auch Faktoren, die ein Problem darstellen, vielleicht auch ein wachsendes Problem. Stichwort Kormoran, Schifffahrt, Niedrigwasserphasen. Aber wir können eben auch aufzeigen, dass es prinzipiell möglich ist, den Lachs wieder anzusiedeln, weil wir gute Jahre hatten, die einfach aufgezeigt haben, wenn die Fische die Laichgründe erreichen, dann funkt's. Die Saison 2007, 2008, da hatten wir in fast allen Projektgewässern in riesigen Strecken eine natürliche Vermehrung von Lachsen. Das war unglaublich erhebend. Das war wirklich. Und natürlich ist es auch, wir arbeiten da seit vielen, vielen Jahren dran, wenn man einen Rückkehrer in den Händen hält oder auch nur sieht, und weiß, boah, den haben wir hier eingesetzt. Und jetzt schau mal, der hat jetzt fast 1 Meter und kommt wieder zurück.
Das bewegt. Das ist schon toll. Was ich mir wünschen würde, ist einfach, dass den Verantwortlichen bewusst wird, dass wir unsere Gewässer nicht völlig übernutzen können. Dass wir zumindest einige Gewässer ausweisen, wo wir die Wasserkraftnutzung völlig lassen und zusehen, dass wir den Lachs wirklich auf Populationsniveau wieder ansiedeln. Wie viel Strom produziert so eine Wasserkraftanlage? Ist das so eine Glitsche an einem kleinen Gewässer, die sich mit Mühe selber beleuchten kann? Oder trägt die wirklich was zur Stromproduktion in der Republik bei und hat damit einen nennenswerten Beitrag für die Energiewende? Das wird alles oft in einen Topf geworfen und da würde ich mir einfach eine wesentlich rationalere Herangehensweise wünschen. Ein extrem faszinierender Fisch. Ich überlege mir immer, wie kommt die Natur darauf, sich sowas auszudenken, das hunderte Kilometer bis zum Meer zurücklegt, dann bis Grönland im Extremfall sich da vollfrisst, nur um dann groß und gestärkt wieder zurückzukommen. Also man könnte das Ganze ja auch viel einfacher machen. Ja. Warum denkt sich die Natur sowas aus? Und wenn man jetzt sieht, was für Hindernisse, was für Gefahren so ein Lachs sowohl bei der Abwanderung als auch dann beim Aufstieg wieder hat, und dass es trotzdem noch einige Fische immer wieder schaffen, die ganzen Kraftwerksanlagen, Querbauwerke zu passieren, Schifffahrt, Niedrigwasser, Prädatoren, Kormoran, Seehund, Wels, das ist faszinierend. Also ich verstehe nicht, wie die das schaffen. Und ja, das ist einfach ein cooles Erlebnis, wenn man dann im Herbst auf einmal einen adulten Lachs bei einer Kontrolle hat. Vor dieser Leistung, da muss man eigentlich großen Respekt vorhaben. Und klar, man muss vor jedem Lebewesen Respekt haben, aber es gibt einfach Tiere, die extrem darunter leiden, was wir als Menschen an Lebensraum zerstört haben. Und gerade die haben, denke ich, unsere Aufmerksamkeit verdient. Und für die sollten wir uns auch dementsprechend einsetzen, weil die ersten Verlierer sind. Der Lachs ist und bleibt die Galionsfigur. Was man für ihn tut, kommt dem gesamten Ökosystem zugute. Auf unserer Reise haben wir erfahren, dass schon viel Herzblut in die Wiederansiedlung gesteckt wird. Noch immer ist der Rhein kein Fluss für Lachse, aber wir alle können dazu beitragen, dem Lachs wieder auf die Sprünge zu helfen. Ich würde lieber heute als morgen Schluss machen mit dem Boothaus, wenn die Fische selber zurechtkommen würden. Aber das ist halt leider nicht so. Und so lange müssen wir da auch arbeiten und werden wir auch arbeiten. TL 11,4. Gut. Packmaß. Das ist jetzt gut genug, ne? Das war jetzt klar. Lass uns nicht über die schlechten Sachen reden, das dauert zu lange. Der Ton an? Ich singe gerade ein bisschen.